Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Max im sechsten Part. Und ja, ich darf präsentieren, ich kommentiere nach. Hey, ist das nicht toll? Hä? Also, in diesem Part kann ich euch jetzt garantieren, ich habe schon mal unglaublich viel Fortschritt gemacht. Also wirklich unglaublich viel Fortschritt. Zuerst einmal habe ich gedacht, die Dinger stehen übereinander. Gut, war offensichtlich nicht der Fall. Ja, gut. Nachdem ich das gelernt habe, hurray, hurray. Guckt mal, ein Stern. Jo. Ist da jetzt was unter den Blöcken versteckt? Müssen wir mal nochmal nachgucken. Sieht nicht so aus. Schade. Gut. Und dann sind wir hier bei diesem echt spaßigen Raum schon angekommen. Yay. Ich dachte mir so, okay, ich guck mal an, wo die Laufbänder hingehen. Ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Wo ist das Problem? Dann gehe ich halt über die Laufbänder. Oh. Das sind Stachelbänder. Schön, dass mir das auch gesagt wird. Okay, gut, dann muss ich halt auf den Block springen. Ach, er ist zu schnell, war ja klar. Okay, gut, dann schalte ich halt den Schalter um, sehe überhaupt keinen Unterschied, wie soll es auch anders sein? Die Bänder gehen jetzt scheinbar in die falsche Richtung. Okay, gut, dann den hier. Was macht der? Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Das erfordert jetzt Timing. Na super. Da freue ich mich ja jetzt schon wie so ein Schneekönig. Und yay, ich hab's geschafft. Oh, falscher Knopf. Mist. Tja, dann halt noch einmal. Ist ja nicht so, als würde ich irgendwie hier unter Zeitdruck stehen. Ja gut, da komme ich auch super ran, ne? Also muss ich beide Schalter auf jeden Fall drücken. So, jetzt bin ich... Habe ich den Schalter versehentlich doppelt gedrückt beim Hochspringen? Warum auch immer. Ich wollte ihn nur einmal drücken, mit dem Hochspringen dann schnell zu dem anderen Schalter kommen. Weil es einfach schneller geht. So, jetzt hat das geklappt und... voila, so geht das Ganze. Ja, jetzt noch zwei gekonnte Sprünge und ich bin drüben. Und ich glaube, an den Blitz kommt man nur mit Schaden ran. Keine Ahnung. So, und dann kommt dieser lustige Raum. Natürlich, nachdem wir den ersten Höllenraum erstmal geschafft haben, kommt direkt der nächste. Und jo, die haben mich direkt mal eingekesselt. Toll. Tja, ich hasse diese Skelette, ehrlich gesagt. Es ist so nervig, wie die sich bewegen. Man kann nicht vernünftig sich gegen die wehren. Es ist unglaublich nervig. Und ich würde ja auch weiter versuchen, jetzt an diesen Skeletten vorbeizukommen. Aber leider muss ich, da kann ich das noch nicht, weil es gibt dann noch eine Sache, die am Ende des Parts passiert ist und, naja. Gut, wir sind jetzt also Game Over gegangen und dürfen jetzt wieder durch diesen Raum gehen. Dürfen wieder durch den, Transporterbandraum gehen. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Sollte jetzt also halb so wild sein, da kann ich auch meinen Stern behalten. Ach, vergesst es doch einfach. So, gut, dann, ja, ich versuche jetzt einfach irgendwie vorbeizukommen. Doch das ist natürlich, werden sie mich wieder einkesseln. Ich bin sowas von tot. Es ist so unglaublich kompliziert, diesen Viechern auszuweichen. Es ist schwerer als die blauen Ritter aus Zelda 1. Und zwar hundertprozentig schwerer. Sogar schwerer als die blauen Geister aus Zelda 1. Dann habe ich versucht, gegenzuschieben, aber zwei sind zu stark. Tja, so ein Pech aber auch. Na gut, aber jetzt bin ich vorbeigekommen. Yay! Ich darf den hinteren Block erreichen. Und merke, hey, ich brauche zwei Blöcke. Och, schön. Dann dachte ich mir, jetzt schiebe ich den einfach zurück. Dann schiebt er ihn für mich vielleicht zurück. Und dann kann ich ihn dazwischen zu den anderen holen. Hat bis zu dem Zeitpunkt noch ganz gut geklappt. Aber die haben so richtig lustig Wache geschoben. Naja, und...
Das war jetzt nicht so geplant. So wollte ich jetzt halt auf die Weise vorbei, aber hä, und ich bin wieder eingekesselt. Aber hey, ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch lebe ich. Und habe den einen Block platziert. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den anderen Block rankommen, ohne zu sterben. Ist ja nicht schwer, oder? Ja, oder haben sie mich eingekesselt? Tja, und wieder ein Tod, den ich eigentlich ungern wollte. Okay, mich habe ich mich, glaube ich, dazu entschieden, jetzt doch den ersten Block immer am Anfang einzusammeln und versuchen, irgendwie an den vorbeizukommen. Aber das ist einfach eine Quälerei, an den beiden vorbeizukommen. Wahrscheinlich soll man den Blitz nutzen, kann durchaus sein. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn ich das mal so anmerken darf. Ja. Also, ja, habe ich rumgetänzelt, wie sonst noch was, um die Viecher da von da hinten wegzukriegen, aber. Ja, irgendwie. Jetzt habe ich es jedenfalls geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe den zweiten Block und ich kann endlich entkommen aus dem Raum. Yay! Und was ist jetzt das? Na, gucken wir mal. So, dieser Block ist ja wohl offensichtlich verschiebbar, ne? Also. Ja, das muss ja verschiebbar sein und. Mann, natürlich, jetzt habe ich ihn in den Eckgriff manövriert. Bin ich klug, ne? Okay, gut. Ich glaube, ich sollte das nochmal resetten. Und dann denke ich, weiß ich auch schon, wie es geht. Ja. Und zwar einfach hier dran und dann da dran und dann mal drüber springen und da dran und natürlich da dran und zu guter Letzt noch einmal dort lang. Und schwuppdiwupp, ich kann auf den Block draufspringen und durch die Tür. Yay! Und hier sind wir in dem nächsten Raum, den ich nicht verstehe. Jo, ein toller Raum. Das erste Mal einen Schalter drücken. Okay, gut. Ich denke mir, ja, der Schalter hat relativ wenig gemacht. Ich schätze mal, ich soll den anderen Schalter drücken. Gut, muss ich noch einen Weg finden, da ranzukommen. Ja, natürlich verschwinden diese Blöcke. Ich habe also nur einen versucht, da hochzukommen. Okay, gut, um auszuweichen, wollte ich dann da hoch und. Oh mein Gott, scheiße, da kommt so ein Vieh. Okay, ich wollte um die Ecke und. Es hat nicht funktioniert. Game over. Toll, nicht wahr? Oh, gut, und das Ganze wieder von vorne. Ich habe ja noch nicht viel erreicht, glaube ich. Gut, holen wir uns den Stern. Gleich kann ich ihn ja diesmal behalten. Mittlerweile weiß ich ja, dass ich an den Viechern vorbeikomme, an den Skeletten. Dann kann ich ja eventuell das für später nutzen, nicht wahr? So, einmal hier und einmal da. Und dann bin ich auch schon drüben. Und schwupp und schwupp. Ach, das ist doch wohl nicht wahr, oder? Da wollte ich noch gucken, bin noch überlegt, ob ich den Splitz hole, aber ich glaube, die Unbesiegbarkeitszeit hätte einfach nicht gereicht. Ja, und wieder muss ich an den Skeletten No-Hit vorbei. Ohne Speed Boost. Tja, das wird ein Spaß. Und natürlich haben sie mich direkt eingekesselt. Weil ich kann ja nicht mit drei Leben oder mehr irgendwie durch diesen Raum kommen, ne? Das wäre ja ein Ding der Freude. Tja, und ich glaube jetzt bei dem Versuch habe ich es irgendwie wieder geschafft, hier diesen einen Spasti-Skelettiker. Naja, habe ich nicht. Oder doch, vielleicht schon. Ich weiß. Ja, ich habe auf jeden Fall den jetzt ausgetrickst. Fragt mich nicht, wie ich das manchmal mache. Es ist einfach nur pures Luck, glaube ich. So. Den Raum wieder, der war ja jetzt nicht so schwierig. Das war ja einfach bloß mal kurz ein paar Blöckchen verschieben. Blöckchen. Sorry fürs Gehen, aber nachkommentieren ist jetzt nicht gerade so meine Sache. Gut, ich dachte mir halt, drücken wir den Schalter, wird schon irgendwas bewirken, diesen Schalter zu drücken. So, also. Ich weiß ja jetzt, da oben ist ein Teil und. Hä? Oh. Ich glaube, der läuft nur im Kreis. Na, dann kann ich ja den Stern holen. Oh, jetzt habe ich ihn nicht berührt. Egal. Nochmal eine Runde. Und da haben wir den Stern. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich mit dem Stern gleich machen werde. Versuchen, über das Zielteil da zu springen. Um schneller zum Ende zu kommen. Und vielleicht, damit das Vieh mich hier oben nicht mehr nervt. Oder für jeden Fall, dass ich es brauche. Hole ich es mal runter. Schätze ich.
wenn ich es hinkriege, ne, wird das was. Mal gucken. Und, ja, okay, gut. Ich habe es nach unten gekriegt. Jetzt kann ich ja wohl... Okay, hier scheint gar nichts zu sein. Das ist ziemlich bedauerlich. Na gut, okay. Scheiße, das Vieh ist da unten. Aber soll mich nicht interessieren. Ich springe jetzt eh hier einfach drüber. Und... Oh nein. Okay, gut, das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich muss diesen Schalter auf jeden Fall drücken. Na toll. Da komme ich doch jetzt gar nicht ohne Stern ran. Muss man sich jetzt... Der Stern respawnt doch gar nicht, oder? Ja, und das ist die Stelle gewesen, wo ich dachte, ja toll, man muss sich jetzt zwingend treffen lassen, um durch diesen Raum kommen zu können, damit man den Schalter überhaupt berühren kann. Weil man ja den Schalter nur mit dem Stern berühren kann. Also ich bin da jetzt gerade nur nicht auf eine andere Idee gekommen. Deswegen habe ich mich dann wohl letztendlich zwangsweise Game Over gemacht. Weil ich hatte ja keinen Stern mehr. Und der respawnt ja auch nicht. Und man kann auch nicht von oben drauf oder drüber springen. Es ist tödlich. Gut, okay. Lass mal uns sterben. Versuchen wir den ganzen Scheiß halt noch einmal. Gut. Bringt nichts, um ungelegte Eier zu heulen. Also, auf ein viertes oder drittes oder viertes Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich schon hier drin bin. Es ist einfach nur eine nervige Welt. Viel zu viel gemeine Rätsel. Gut, darf ich diesmal nicht hier behalten? Natürlich nicht. Warum auch? Was will ich auch mit einem Stern? Das ist doch völlig... Sterne sind überbewertet. Okay, gut, versuchen wir. Nein, ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Und ich habe natürlich wieder ein... Haben mich natürlich wieder eingekesselt. Ich weiß nicht, wie... Und wieder klappt es nicht. Ich komme nicht durch. Ich komme einfach nicht vorbei. Ach, aber jetzt plötzlich geht dann die andere Richtung mal wieder. Und ich darf vorbei. Es ist einfach nur pures Luck. Ganz ehrlich. Diese Räume sind teilweise einfach nur Luck-based, glaube ich. Wie dem auch sei. Nächster Raum mal wieder. Das übelst einfache Schieberätsel, was ich jetzt schon gefühlt 3000 Mal gemacht habe. In Wirklichkeit waren es, glaube ich, nur 3. So. Schalter gedrückt. Und auf geht's nach oben. Okay, Raum resetten. Block ist weg. So, jetzt habe ich den Schalter, glaube ich, in Ruhe gelassen. Einfach bloß, weil kann ich auch später drücken. So, jetzt mal kurz noch warten und nach oben. So, ich brauche diesen Stern. Okay. Da es wieder mir oben da nichts gebracht hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich den Stern hierfür brauche. So, Schalter gedrückt. Ist nichts passiert und ich komme auch nicht zurück. Toll. Na, das ist ja eine Freude. Muss ich jetzt echt diesen Schalter drücken und damit das funktioniert? Das ist ja echt toll. Und das Scheiß-Teil ist natürlich nicht mehr da. Tja, Vielleicht muss ich ja das Skelett irgendwie den Schalter da draußen drücken lassen. Mal gucken. Wie bewegt sich denn das Skelett? Toll, das kommt ja niemals ran. Da freue ich mich ja wie so ein Maikäfer. Oh Mann. Es bringt mir einfach nichts. Dieses dumme Skelett ist einfach nur da, um zu nerven. Tja, was jetzt? Gut, dann werde ich wohl... Mal gucken, ob ich noch irgendwas machen kann. Diesen Gegner kann ich immer noch anlocken. Und... Ja, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ja, vielleicht kann ich den ja in die Ecke locken. Und dann ist mir aufgefallen, ach, der bleibt an dieser Ecke stehen. Warte mal. Und da ist mein Spiel aus irgendeinem mir noch bisher unerkannten Grund einfach rausgetappt. Ich habe gedacht, erst ist das die aufgehangen, aber... Nee, es ist einfach rausgetappt. Und dann habe ich halt wieder reingeklickt und dann war ich wieder im Spiel. Ja, und dann ist mir aufgefallen, wie ich das ganze Scheiße hier schaffen kann.
Denn ich muss das ganz anders angehen. Ich muss die hier hoch. So, dann muss ich das Vieh da rauslocken. So, dann muss ich das Vieh da auch runterlocken, genau. So, und dann locken wir das Vieh zum Schalter. So, und so kann ich den Schalter drücken, ohne dass ich den Stern habe. Ja, und jetzt? Ja, das ist die große Preisfrage, ne? Jetzt dachte ich, locke ich es zum anderen Schalter, aber ich hatte Angst, dass ich den Schalter noch brauche und da war ich mir unsicher. Aber jetzt war es eh zu spät und... Oh, es ist tatsächlich was passiert. Was könnte es sein? Hat sich vielleicht... Ja, die Tür hat sich geöffnet. Hurra! Endlich komme ich in den nächsten Raum. Und da sind nur Schuhe drin. Na toll. Okay, im nächsten Raum ist ein Block, ein verschiebbarer Block und ein glasverschiebbarer Block. Und dann war mir das Rätsel eigentlich relativ klar, was ich tun soll. Das war nicht so sonderlich kompliziert. Ja, und dann kommt auch schon dieser Raum. Ja, ne, also wenn ich jetzt hier eine Bombe platziere, dann passiert... Ja, ich kann's... Dann passiert Folgendes. Oh, es sind natürlich genau ein Block zu viel weg, zu wenig weg. Es ist doch zum Kotzen. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Sprungweg mehr. Es ist... Aber zum Glück gibt es ja hier Schuhe. Also holen wir uns die Schuhe. Und dachte mir, dann hole ich mir die Bomben halt in dem anderen Raum wieder. So, erstmal die Sprungphysik wieder umdrehen, weil ich möchte jetzt einfach auf dem A-Knopf haben. Ich hasse es, dass man die Sprungphysik wegmachen kann. Wieso sind da Schuhe, dachte ich mir. Und dann bin ich wieder zurückgelatscht, um zu sehen, ob die Bomben jetzt tatsächlich in dem anderen Raum sind. Warum ich das jetzt geschoben habe, kein Plan, einfach bloß, weil mir langweilig war. Und ja, natürlich, die Bomben wurden gespeichert in dem anderen Raum, also muss ich, um an die Bomben wieder da oben zu kommen und an die Schuhe, jetzt das Ganze anders angehen und hier einfach die Schuhe nehmen. Aber erstmal wollte ich probieren, ob das irgendwas bringt. Das bringt natürlich gar nichts. Da wollte ich das einfach aus Just for Fun das wegspringen und dann wurde es nicht weggesprochen und dachte, hä? Ist das Teil immun gegen die Sprengung? Ja, das wäre ja ideal. Aber das bringt mir jetzt nichts, das ranzuschieben. Ich habe keine Tasche. Ich brauche also eine Tasche. Wie komme ich jetzt an eine Tasche? Dachte ich mir. Ja gut, dann habe ich halt die Tasche hier mitnehmen wollen. Dachte mir, na, Moment, das bringt irgendwie nichts. Ich muss doch diese Bomben erstmal ablegen. Also wieder einmal nach oben. Bomben getauscht gegen die Schuhe. Schuhe getauscht gegen die Tasche. Ja. Und wieder hier dieses B-Gerätsel. Und wieder hier hoch. Und jetzt hatte ich halt die grandiose Idee, ich packe jetzt hier die Tasche und packe das Teil dahin. Weil es hat ja offensichtlich die Explosion überlebt, dann wird es ja wohl so eine Art Block haben gegen die Bomben. Ich dachte mir, damit könnte ich mein Item beschützen. Ja, ich denke viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe extra noch ein bisschen weiter weg positioniert und... Hä? Warum ist das Ding jetzt kaputt gegangen, dachte ich mir. Das kann ja wohl eigentlich gar nicht sein. Tja. Und nu? Habe ich nochmal probiert, ob ich es da drauf. Aber es ist wirklich nicht explodiert. Also muss es ja irgendeinen Grund haben. Ich konnte aber auch nicht mit der Bombe einfach hochspringen. Wäre auch zu schön gewesen. Auch wenn die Bombe mich ein bisschen erhöht setzt. Tja, und wieder einmal eine fragwürdige Sache. Und dann dachte ich mir, na gut, vielleicht muss ich die Bombe auf das Teil packen. Das würde ja eventuell helfen. Und es hat geholfen. Yay. Und damit habe ich jetzt endlich meine Passage nach weiter.
Ich dachte mir, die Bomben nehme ich lieber mit. Die brauche ich vielleicht nochmal. So. Tja, und jetzt wollte ich das Vieh erledigen. Und das war natürlich ziemlich hartnäckig. Und da dachte ich mir, ja, und natürlich habe ich mich dann auch noch trollen lassen. Weil ich mich immer trollen lasse. Also wollte ich sie erledigen. Das Vieh lässt mich natürlich wieder trollen. Und das Herz ist sogar weggesprengt. Ach, so ein Mist, naja. Aber jetzt bin ich wenigstens auf der anderen Seite und kann mir schnell mein Herz zurückholen. So, tja, und nu, da sind Goldbarren. Die bringen mir ja hoffentlich irgendwas, dachte ich mir, aber, Oh, ich übe das Versehen, dass ich versehentlich die Schuhe weggenommen habe, Pokémon, dachte ich mir, ja. Brauche ich die Bombe halt nicht mehr. Ist schon okay, passt schon. Ich konnte auch nichts von den Teilen verschieben. Hat mich so ein bisschen gestört. So, also hier hoch. So, Block setzen und rein da. Jo, einfach drüber springen. Okay, sollte ja nicht so schwierig. Sollte ja wohl nicht so schwierig. Hä? Moment. Ist hier irgendwas Verstecktes? Nein. Also heißt das, ich brauche die Bomben, um das Zeug wegzuspringen? Aber wie soll ich an die Bomben rankommen? Tja, und genau das ist der Punkt, an dem ich verzweifelt bin. Herzlichen Glückwunsch, Osuma, du hast es geschafft. Du hast die restlichen 6 Minuten damit verbracht, in diesem Raum sinnlos zu versuchen, die Bomben mitzunehmen. Erst habe ich versucht, da das Ding wegzuspringen. Vielleicht konnte man ja nicht alle nicht bewegen, weil es nur alle 3 sind. Vorhin ging es ja auch mit den Glasblöcken, nicht wahr? Also, ergo dachte ich mir, den in die Ecke stellen, dass der Glasblock nicht an die Wand ditcht. Tja, scheiße war's, ne? Tja, so ein Mist, aber auch die lassen sich doch tatsächlich nicht verschieben. Welche behinderte Kacke ist das denn? Tja, und nu? Wie kriege ich nun das dahin? Tja, und da habe ich überlegt. Und ich weiß jetzt echt nicht, was ich noch die restlichen 5 Minuten erzählen soll. Weil ich nämlich wirklich einfach nur noch die ganze Zeit rumüberlegt habe, wie ist denn das möglich? Hä, das geht doch gar nicht, Bomben mitzunehmen. Aber ich kann doch nicht einfach drüber springen, das geht ja nicht, das ist viel zu hoch und zu weit. Das muss doch irgendwie gehen. Ich kann im Sprung das auch nicht absetzen, wie ein Solstice. Hey, warum zur Hölle ist der Glasblock nicht verschiebbar? Es ist doch so doof. Ja, so genau waren meine Gedankengänge im Grunde. So, natürlich komme ich auch mit der Bombe nicht hoch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wie sollte es auch anders sein? Ja. Dann habe ich wieder das weggesprengt, ohne Grund. Ja, und was mich am meisten halt angekotzt hat, war jetzt, dass ich tatsächlich Aufnahme dann nicht mal mit Sound hatte, sondern ich die jetzt nachkommentieren muss. Ach, Mann. Und es geht auch nicht, der oberste Block zu verschieben. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Es geht einfach gar nichts in diesem Level. Ich habe zwischenzeitlich dann überlegt, was auf den Blöcken eigentlich drauf war. Inzwischen weiß ich es ja wieder, das war ein Goldblock. Aber der verschwindet ja auch bei Berührung. Ich kann ihn also nicht als Sprungplattform nutzen. Also, ich weiß nicht, was soll das? Wo bin ich nochmal reingegangen, um reinzuschauen, aber... Ne. Nie und nimmer. Oh, Doppeltasche war meine nächste Idee. Genau so ein Schwachsinn. Wie soll das mit einer Doppeltasche bitte funktionieren? Aber ich war sichtlich verzweifelt. Tja, und ich kam nicht hoch.
So ein Mist aber auch. Vermaledeite Scheiße. Tja, das bringt mich auch nicht weiter. Jo, ich bin jetzt schon gerade ziemlich schweigsam, ich weiß. Ich habe auch schon an diverse Dinge gedacht, jetzt anhand dieses Geräusches von dem Block, den der macht. Aber, naja, ich habe schon wieder vergessen, was für Dinge das waren. Ich kann es euch also jetzt nicht näher bringen. Und, ja, was soll ich sagen? Beste, was man machen kann in dem Moment jetzt hier. Genießt die Musik und guckt euch an, wie sinnlos ich rumversuche, wie man denn die Bombe in den nächsten Raum mitnehmen kann. Denn, ja, ich habe mich nochmal geguckt auf der Karte, ob ich irgendwas übersehen habe, aber nee. Es ist einfach mir schleierhaft. Ja. Wolf, wenn du mir irgendwie helfen kannst, gib mir einen Tipp. Du musst es mir nicht gleich verraten, aber gib mir einen Tipp. Weil ich habe echt null Plan, null Idee, keine Ahnung, was ich da noch tun soll. Für mich ist das eine komplette Sackgasse, ein Dead End, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich mich dann letztendlich umgebracht habe. Habe ich den Sprung nochmal probiert oder bin ich an der Bombe gestorben? Ich glaube, ich bin an der Bombe gestorben. Ja, ich bin an einer Bombe gestorben, weil ich was Sinnloses probiert habe. Lalalala. Tja. Ich komme halt einfach nicht voran. Es gibt doch nichts Bewegliches in dem Raum, also. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, und so schon. Ja. Verzweiflung. Ich dachte mir jetzt, wenn ich vielleicht da oben eine Bombe... Ja. Das war schon der Punkt, wo ich echt nicht mehr wusste, was ich tun soll. Und dachte mir, dass die Bombe mir da irgendwie noch helfen könnte mit der Explosion. Aber das war echt das Lächerlichste, was mir eingefallen ist. Ich habe keinen Plan, wie ich da durchkomme. Ich brauche Hilfe. Oder ich muss mir einen Walkthrough angucken. Aber naja. Das ist dafür war es jetzt ein bisschen längerer Part. Ich habe... Ja, eigentlich sowieso noch ein paar Vorschuss, also, ja. Ich weiß nicht, wie ich das weiter kommentieren soll. Also, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und genießt noch die Musik von Monster Max. Tschüss.